Hallöchen, ihr Lieben. Willkommen zu einer neuen Folge mit Evil Dynasty. Mit unserer aktuellen Quest müssen wir auf die nächste Jahreszeit warten. Und da momentan Winter ist, können wir auch nicht weiter irgendwie viel machen. Und dekorieren möchte ich jetzt auch nicht unbedingt. Daher habe ich mir in der letzten Folge überlegt, Nibor hat eine Quest für mich. Die machen wir heute. Ich gehe kurz ein bisschen weg, weil die reden immer durcheinander. Die würde ich heute gerne machen und dann würde ich gerne nach Klonika gehen. Da waren wir schon länger nimmer und da gibt es nämlich auch noch eine Quest. Und das möchte ich ganz gerne heute anfangen. Hallo, wie geht es dir? Wahrscheinlich ist es wieder eine Quest, die wir schon hatten, aber hey. Kann ich dir bei etwas helfen? Nun, ich hätte vielleicht eine Bitte. Denkst du nicht, dass es nachts recht dunkel ist? Nun ja, das haben Nächte so an sich, oder? Ich dachte mir, ein paar Standfackeln, hast du etwa Angst im Dunkeln? Nein, das klingt nicht so überzeugend. Bla bla und so weiter. Wer will eigentlich, dass wir eine Standfackel aufstellen? Dazu brauche ich aber, also die Quest hatten wir auch schon mal, deswegen habe ich die jetzt. Na guck mal, wir haben das sogar noch im Inventar. Du, neben dir ist hier, weiß nicht, wo ich die hinmachen soll. Ich habe alles durchdacht und du kommst jetzt da wieder mit Standfackeln. Guck mal, das hat's weggeweht. Und das war eigentlich hier im Korb. Alles durchdacht und du kommst mit Standfackeln. Mach die hier hin. So. Wo ist er jetzt hin? Hallo? Hallo? Der ist Jäger, ne? Stopp! 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 Hello there. Schön, dich zu sehen. Gibt es jetzt genug Fackeln? Ich finde meinen Mauszeiger gerade nicht. Hier. Oh ja, viel besser. Ja, unser Dorf sieht jetzt viel besser aus. Sehr gut. So, und das war's auch schon. Das Pferd kam gerade aus dem Nahrungsmittellager raus. Ich meine, jedem das seine, wenn er da drin was zu essen findet. Hey, warum nicht? Aber, also, ja. Guck mal, die haben wir noch gar nicht angeguckt. Wir haben jetzt zwei Kälber wieder. Wir haben jetzt einen Stier, zwei Kühe und zwei Kälber. Ich weiß gar nicht. Weibchen? Zwei Weibchen. Sehr gut. Sehr gut gemacht. So. Wir gehen ab nach Klonika. Bin gespannt, wer eine Quest hat. Ob es jemand ist, den wir schon mal gelesen haben oder mit dem wir schon mal zu tun gehabt haben. Na, was ist denn mit euch beiden? Habt euch fein nicht auf die Füße. So. Wenn ich immer diesen Weg reite, dann weiß ich immer nicht, wo ich ankomme. Ich kenne nur den anderen Weg. Sowas hatte ich schon mal mitgenommen gehabt. Das ist jetzt wahrscheinlich wieder irgendwie nachgespawnt. Kohl im Winter. Kohl und Kirschwein, natürlich. Die Kombi, die ist mega gut. Weiß ja nicht. So, warte mal kurz. Ich muss nachgucken. Klonika. Ich liebe diese Schilder. Da findet man sich zum Glück auch zurecht ohne Map. Jetzt dann hier hoch. Ne, hier ist wieder dieser komische Schneemann. Ja, jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hauptsache mal einen kleinen Umweg gemacht. Diese Baumstümpfe sehen teilweise so komisch aus. Ich weiß nicht, ob ihr das Video zurückspulen wollt, aber rechts am Rand, ich dachte jetzt, da steht ein Mann, der sich übergibt. Ey, ich sehe Sachen in den Dingern. Das ist ja nicht mehr feierlich.
Ich guck da einfach gar nicht mehr hin. Alles gut. So, hallo meine Freunde. War schon lange nicht mehr da. Wie geht's euch? Was gibt's Neues? Ostrovod und Dabrovka. Ist die eine nicht auch so ähnlich? Chebor. Milobor? Ist das nicht der Kleine? Nee. Milobor? Nee, das ist nicht der Kleine. Nee, der Kleine hieß anders. Das war doch den Chebor sein Kind. Ich muss kurz mal euren Schneemann auseinandernehmen. Ja, okay, hier gab es nur Stöcke. Hallo! Forrest, how have you been? Ah, den kenne ich aber auch irgendwo hier. Ich glaube, den habe ich schon mal öfter gesehen. Möchtest du einem alten Handwerker etwas abkaufen? Ist alles in Ordnung? Du siehst aus, als hättest du Schmerzen. Geht's dir gut? Sieht es so aus, ja? Verdammt. Das Alter ist kein Zuckerschlecken und mich hat es auch noch besonders früh erwischt. Da du schon hier bist, würdest du einem leidenden Mann helfen? Natürlich, ältere Menschen verdienen Respekt, vor allem verfahrene Handwerker. Verfahrene? Ist da nicht ein V zu viel? Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, um dich wieder gesund zu machen, aber ich werde sehen, was ich tun kann. Mein Sohn, Razim, oh schon wieder Razim, kümmert sich um mich. Er hat versprochen, mir Essen und Heilmittel zu bringen, aber ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Er ist ein Jäger, musst du wissen. Er muss dieses Mal besonders hartnäckiges Wild aufgespürt haben. Ich nehme an, du willst, dass ich nach ihm suche? Nicht nötig. Wenn er beschäftigt ist, sollten wir ihn nicht stören. Nimm diesen Geldbeutel bitte. Die Münzen sind sorgfältig abgezählt. Gnivo Sadka, der auf den Plantagen arbeitet, versorgt mich mit Nahrungsmitteln für meine besondere Kost. Und Miss Libora bereitet Heilmittel und Salben für mich zu. Es gibt keinen Grund, dich länger leiden zu lassen. Ich gehe sofort. Mit Münzen gefüllter Beutel. Razim, da haben wir doch Pakete abgeliefert immer. Razim. So. Hier, Wislav hieß der. Hier, der Kleine. Der wird auch nicht größer, ne? Gnivo Sadka. Hat er nicht gesagt, er versorgt mich mit? Das ist doch nicht sie. Hallo, was bringt dich zu mir? Ich würde gerne das Essen für Milobor abholen. Er hat das Geld dafür abgezählt, wie er es immer tut. Essen für Milobor? Was meinst du damit? Milobor hat mich um einen Gefallen gebeten. Er hat mir gesagt, dass sein Sohn normalerweise das Essen bei dir abholt. Oh mein Gott. Ich ahne schon wieder. Ah, die besondere Kost. Wie dumm von mir. Ich nehme an, Razim ist auf der Jagd, also hat sein Vater dich geschickt. Stinkend und voller Fliegen, wie üblich. Stinkend? Ich weiß, dass gesundes Essen geschmacklos sein kann, aber Fliegen sind etwas zu viel. Meine Liebe, reden wir von derselben Sache? Die besondere Kost ist der Name für einen Köder. Ich habe ihn für Razim und seine Jagdfallen erfunden. Vergammeltes Fleisch, faule Eier und so weiter. Wie bitte? Er lässt das seinen alten Herrn essen? Nee, ich glaube, ich verstehe da was falsch, aber wir machen das mal so. Ich will mich nicht in die privaten Angelegenheiten der Jäger einmischen. Das würde nur meinem Mann Probleme machen. Er ist Holzfäller. Uns ist es lieber, wenn sich die beiden Seiten nicht streiten. Nimmst du das hier jetzt oder nicht? Das macht 5 Münzen. Hier sind 5 Münzen aus dem Beutel. Ich nehme das Essen. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich damit machen soll. Mach's gut. Ich habe gerade oben auf diesen Kompass-Dingens geguckt. Deswegen bin ich gerade so komisch gelaufen. Oh, die Wäsche, die ist aber ganz schön steif, du. Hallo. Stimmt, die haben im Winter Wäsche draußen. Hallo. Was bringt dich zu mir?
Milobor hat mich gebeten, Heilmittel und Salbe für seine Gelenke bei dir abzuholen. Ich wusste gar nicht, dass er krank ist. Warum glaubst du, ich hätte Heilmittel für ihn? Ich muss mich geirrt haben. Ich dachte, dein Sohn würde sie bei dir kaufen. Sein Sohn würde sie bei dir kaufen, um seinen Vater zu behandeln. Ich hätte nicht gedacht, dass du nichts davon weißt. Warum hast du nicht gleich gesagt, dass es um Razim geht? Ich verkaufe ihm Honig. Viel davon. Ich dachte, er braucht ihn, um daraus Alkohol zu machen. Honig hilft bei einer einfachen Erkältung, aber bei nicht viel anderem. Also hast du nie Heilmittel oder Salben gehabt? Solche Dinge hatte ich nie im Angebot. Ich bin keine Kräuterkundlerin oder Heilerin. Warte. Er trägt den Honig auf die Haut seines Vaters auf? Der arme Handwerker wird sicher andauernd von Insekten gestochen. Ich will gar nicht so genau wissen, was zwischen ihnen abläuft. Hier sind die Münzen. Und das ist zu viel. Ich nehme nur ein paar Münzen aus dem Beutel. Was die Salbe angeht, könnte ich versuchen, etwas aus Bienenwachs herzustellen. Ich wünsche Milobor gute Besserung von mir und sag ihm, er sollte den Honig dieses Mal vielleicht besser essen. Mach's gut. Ach du meine Güte, ich weiß noch nicht, wo das alles mit Razim hinläuft. Ich finde es immer so schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, dass in den Gesprächen, dass da Fehler drin sind. Das kommt natürlich vom Übersetzen und was weiß ich was. Finde ich nicht schlimm. Nur, das ist für den Lesefluss, wenn du es auch noch vorlesen musst, ziemlich irritierend manchmal. Aber man weiß ja Gott sei Dank, was gemeint ist. Sprich mit Razim. Ach, jetzt doch mit ihm. Okay. Verstehe schon. Sind die Jäger alle so komisch? Ich will nur mal kurz gucken. Nistanka. Akkus Lover. Alright then. Keep your secrets. Sind alle nett so der Burner. Yaropelk und Chebo, wo waren die beiden denn? Was haben wir denn? Wir haben doch erst 14 Uhr. Die gehen noch nicht nach Hause, ne? Razim, der hockt immer am selben Platz. Kann leider nicht. Ich wollte gerade. Hallo? Ich bin beschäftigt. Was willst du? Dein Vater hat mich gebeten, Essen und Medizin für ihn zu kaufen. Ich habe sie bei mir, aber sie sind nicht von der besten Qualität. Warum mischst du dich in Dinge ein, die dich nichts angehen? Verdammt, der Alte muss schon wieder alles aufgegessen haben. Er verschlingt sein Essen immer schneller. Vielleicht geht es ihm besser? Es spielt keine Rolle. Du hast deine Aufgabe erfüllt. Du kannst jetzt gehen, aber bevor du gehst, wo ist der Beutel mit den restlichen Münzen? Woher weißt du, dass noch Geld übrig ist? Du belügst ihn und behältst die übrigen Münzen für dich, nicht wahr? Du weißt gar nichts über uns, aber du bist schnell dabei, ein Urteil zu fällen. Mein Vater ist ein gemeines und eifersüchtiges Monster. Er erträgt es nicht, dass er selbst nicht mehr auf die Jagd gehen kann. Er wird nicht zögern, das Haus und die Werkstatt jemand anderem zu hinterlassen, sobald ich ihm nicht mehr nützlich bin. Was für ein Vater rächt sich aus Eifersucht an seinem Erben? Zuerst habe ich meine Mutter verloren. Sie starb an einem Fieber, nach einem dämlichen Schnitt, den sie sich beim Bärensammeln zugezogen hatte. Mein Vater gab mir die Schuld daran und so habe ich ihn verloren. Er verlor sich immer mehr und hörte auf, sich um sich selbst zu kümmern. Milobor ist selbst an seinem Zustand schuld. Selbst ein neues Handwerk war nicht genug, um ihm sein bitteres Leben zu versüßen. Wenn du deinen Vater weiterhin betrügst und vernachlässigst, wirst du bald so verbittert werden wie er. Willst du das wirklich? Ich weiß nicht, wie tief euer Problem reicht. Manche Wunden können nicht geheilt werden. Ich werde mich nicht weiter einmischen. Dein Neid rechtfertigt nicht, was du diesem Mann antust. Milobor wird von deinen unmenschlichen Taten erfahren.
Das kannst du mir nicht antun. Und der Alte wird mich auch nach seinem Tod noch verfolgen. Verdammt, ich hasse diese Hütte und diese Werkstatt. Ich finde etwas anderes. Ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das hast du dir selbst zuzuschreiben. Du hättest beweisen können, dass du besser als dein Vater bist, anstatt zu versuchen, ihn loszuwerden. Ich bin hier fertig. Ja. Ich habe Durst. Ich weiß ja nicht. Ja, warum mischen wir uns immer in solche Sachen ein? Weil wir einfach zu gut sind und Leuten helfen wollen. Hallo? Jaro Pelk. Ah, das ist in der Werkstatt hier, ne? Sag mal, ist das in dein Haus hier? Not a real job. Was? Warte. Wie ich sehe, bringst du mein Essen und mein Heilmittel. Und so schade, dass ich nichts mehr schmecke. Und das fehlt mir. Ist alles glatt gelaufen? Ah, er schmeckt nichts mehr. Daher, ja. Ja, nun. Ich habe schlechte Nachrichten. Dieses Essen ist verdorben und das Heilmittel wird nicht funktionieren. Dein Sohn hat dich betrogen. Nur ein kleiner Teil der Münzen war für diese Käufe nötig. Oh Gott. Was meinst du damit? Wovon redest du? Ich habe Essen und nehme das schon lange ein. Und es gibt kein Anzeichen von Besserung. Es ist möglich, dass sich sein Zustand sogar deshalb verschlechtert. Ich glaube, er wollte dich loswerden. Es ist ein Wunder, dass du so lange durchgehalten hast, obwohl du solchen Müll gegessen hast. Selbst für Schweine ist das nur gerade so noch zumutbar. Ich glaube, dein Sohn ist einfach nur dumm. Er hat deinen Zustand unterschätzt und wollte nur auf deine Kosten Geld machen. Dieser Bastard. Ich habe ihn mein ganzes Leben lang durchgefüttert und so zahlt er es mir zurück. Ich mag nicht der beste Vater gewesen sein, aber zu versuchen, seine eigenen Eltern zu vergiften, das ist unverzeihlich. Ich habe meinen Geschmacks- und Geruchssinn schon vor langer Zeit verloren und er hat sich das zu Nutzen gemacht. Ich habe keine andere Wahl, als ihn so enterben. Und du bist meine Zeugin. Ich will noch lange genug leben, um sein Gesicht zu sehen, wenn er es herausfindet. Und bitte bring mir ein richtiges Heilmittel. Nimm dafür den Rest des Geldes aus dem Beutel. Du siehst schon gleich viel besser aus, wenn du wütend bist. Ich bringe dir etwas Passendes. Ich finde etwas, aber eskaliere den Streit nicht noch weiter. Ein Trank des schnellen Heilens. Oh, ich habe sogar einen dabei, oder? Warte mal kurz. Also welche dabei, die habe ich ja öfter gefunden und so. Werde ich mich damit etwas gesünder fühlen? Ich habe genug Münzen verschwendet. Nimm diesen Trank, es sollte helfen. Zumindest steht es so auf der Flasche. Dieses Gebräu wirkt bei mir immer. Hoffentlich wird es bei dir nicht anders sein. Danke. Ganz ehrlich, seit ich schon lange nichts mehr von diesem Müll gegessen habe, fühle ich mich schon besser. Vielleicht bin ich doch noch nicht dazu verdammt zu sterben. Achte von jetzt an besser auf dich. Was habe ich bekommen? 15 Verdorbenes, irgendwas anderes noch und... Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt halt das bekommen, was... der eigentlich essen sollte, oder? Weiß gar nicht. Sag mal, du verkaufst doch auch, oder? Guck mal her. Die kannst du haben. Die kannst du haben. Meine Schuhe bekommst du nicht. Die Eisenarmbrust bekommst du nicht. Diese drei Eisenbolzen kannst du von mir aus haben. Messer bekommst du nicht. Da kannst du ein paar haben. Ah, du kannst eh nur ein paar nehmen. Ist okay. Und du hast nur komisches Zeug. Take care. Oh. Boah, der hätte ihn echt einfach so sterben lassen. Diabora. How do you do? Ich will noch ein paar Sachen loswerden.
Ah, du warst die mit dem Brezen. Weizenbrot, habe ich das bekommen? Ich habe keine Ahnung. Ich bekomme immer Sachen und weiß nicht, wo ich die Weinflasche. Okay. So, jetzt muss ich noch zu dir. Das war die Frau von Nidan. Also Ex-Frau. Von Nidan. Wir haben alle kein Geld mehr. Was soll denn das? Ich glaube, ich habe jetzt hier alle, ne? Okay. Nun gut. So, dann haben wir die Quest. Jetzt haben wir noch die dann, ne? Dann müssen wir auf die nächste Jahreszeit warten. Okay. Überleg gerade. Hallo? Ich überlege gerade, was wir noch so machen können. Wir könnten mal unser Lager durchgucken. Also ich meine, rein theoretisch, wir haben ja auch Kalkstein und Tonbewurf. Rein theoretisch könnten wir unsere Häuser, die auch neu sind, damit verbessern. Ich weiß aber nicht, ob ich... Eigentlich sollten wir das machen. Weil das sieht halt immer nicht so schön aus, ne? Aber es bringt halt was, logischerweise. Das könnten wir heute noch machen, oder? Ich habe ja Atombewurf und so in meinem Inventar. Wir gucken einfach mal. Weil ich würde jetzt halt ungern die nächste Quest, die wir haben... Die wäre hier unten und da möchte ich jetzt halt heute ungern noch hinreiten wollen. Wenn dann vielleicht in der nächsten Folge, aber da gehen wir ja dann in den Frühling. Deswegen würde ich sagen, wir reiten mal durch, wir reiten mal rüber. Und gucken mal, ob wir da was verbessern können. Ich muss aber mal kurz ins Lager gucken. Warte mal, haben wir schon wieder? Wir haben 18.09 Uhr, ich könnte dann schlafen. In einer Stunde. Was macht ein Otto bis hier? Oh mein Gott, läuft der weit. Die laufen ja wirklich im ganzen Dorf rum. Was hat er gerade irgendwas gesagt mit seiner Tante? Ich habe nicht so genau zugehört, wenn ich ehrlich bin. So, warte mal kurz. Wir gucken gerade mal. Ich habe so viele Bronzebahnen. Könnte ich eigentlich auch mal dann zum Verkaufen einstellen vielleicht. Fischbeere sehen eigentlich jetzt halt echt gut aus. Guck mal, wie viel Mehl wir jetzt schon haben. Und wir haben noch nicht mal unsere Mühle. Also die Windmühle. Diesen Bogen, ne, der macht mich... Komm, wir verkaufen den jetzt einfach. Ich weiß, dass es da wenig gibt, aber ich glaube nicht, dass noch eine Quest kommt, wo wir den brauchen. Und falls doch, dann hatten wir einfach Pech. Aber kann ich schon? Nee, noch eine halbe Stunde. Kann noch mal rüber gucken. Vielleicht schlafen die noch nicht. Dann kann ich noch ein bisschen was verkaufen.
Türchen, der war... Mirogod ist immer noch da oben. How can I help you? Warte, ich finde meinen Mauszeiger wieder nicht. Jetzt. Du kannst mir das da ganz gerne abnehmen. Du kannst mir ein paar Säckchen abnehmen. Du kannst mir... Ja gut. War es auch schon, was du tun kannst. In Dalewu, ja. Halleluja. Fangen wir mal unten an. Hui. Bla 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 bla. Weinflasche, verdorbenes. Guck, hier haben wir viele Tränke. Die haben wahrscheinlich immer irgendwo gelootet oder so. Von den Honigwaben, da habe ich auch immer welche mitgenommen, weil wir so viele haben. Und die habe ich dann, wenn ich Geld brauchte, auch einfach verkauft. Okay, du kannst auch nichts mehr. See you soon. How do you do? Ihr bekommt einfach mein ganzes komisches Zeug, was ich hier nicht mehr so... So viele Pfeile brauche ich ja nie. Eisenspeer, bla bla bla. Du kannst, warte mal, obwohl, du kannst die Fackel und kauf hier mal die da, weil meine war bald kaputt. Ansonsten haben wir es, glaube ich, fast, ne? Ich kann dir noch ein bisschen hiervon geben. See you around. Vielleicht brauchst du ja so als ein Ding. Haben wir noch einen zufällig hier? Möchte jemand noch ein bisschen Honig haben? Possum und mir schläft du schon. Du magst im Winter deine Gärten? Das halte ich ja nur für eine reine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Markus Love, mein nicht mehr so lieber Freund. How is life treating you? Kann ich mit ihm auch was? Best goods in the realm. Du bist Alevuyas Vater, richtig? Warum fragst du? Gibt es wieder jemanden, der in den Hof macht? Sie ist noch ein Kind, verdammt. Und beruhige dich. Niemand. Was soll ich noch tun, um schmutzige Blicke und verschwitzte Hände von ihr fernzuhalten? Hm? Sie in eine Höhle sperren? Weil ich das tun werde, wenn ich es tun muss. Eine großartige Idee. Ab in die Höhle mit ihr. Wenn du so weitermachst, wirst du deine Tochter verlieren. Ist das eine Drohung? Lass meine Tochter in Frieden, du liederliches Weib. Sag später nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Alter. See you around. Kann deinen Hut nicht anzünden. Wo ist denn diese... Wo ist denn seine Tochter? Ich glaube, der hat gar keine Tochter. Der bildet sich alles nur ein. Ich habe die noch nicht einmal gesehen. Ich glaube, der hat gar keine Tochter. Ich habe den Namen auch noch... Weiß ich nicht. Habe ich den schon mal gelesen? Weiß ich nicht. Mirogod. Hallo? So. Wir schlafen. Sophia war die Frau vom Quartiermeister, ne? Glaube. Vielleicht auch vom Castellan, aber ich glaube nicht. Der hat eine andere gehabt. Ich verwechsel die nämlich immer. Hat jemand Holz gehackt? Ah, das war das Pferd. Hallo, Dalewin. Schlaf mal neben dir im Feuer, ja? Sich weggeportet. Oh, es ist hell. Ist so hell. Ich habe das Geld rausgenommen. Die haben noch nichts eingenommen. Ja, die haben ja nicht mehr gearbeitet seitdem. Was war da jetzt? Nee, passt schon. Alles gut. So. Ich habe Durst. Nicht viel Durst, aber hey, wir können ja trinken. Im eiskalten Wasser.
Wir können mal gucken. Bin nicht so begeistert, die zu machen, aber wir können ja. Wir können ja die Häuser hier machen. Habe ich hier noch eine Quest? Hey, ne? Nee. Hand me a fish wine and I'll give that a try. Man kann über das Ding drüber hüpfen einfach. Über diese... Oder doch, ne? Alles gut? Hat die schon ein Kind? Oder? Ja, die hat schon ein Kind. Das ist nicht sehr gut, wenn ich hier mit dem Hammer vorm Kind stehe. Hab nichts gemacht. Alles gut. Ich mache euer Haus nur ein bisschen schöner. Also schön liegt in meinem Auge des Betrachters. Aber hey, warte mal. Die hier haben ein Kind... Die haben noch kein Kind, so wie es aussieht. Nee. Und sie ist auch nicht schwanger. Lechos Lover hat ein Kind. Sie ist schwanger. Ich ignoriere jetzt einfach mal, was du zu mir gesagt hast. Oh Gott. Ich hab's geschafft! Sehr cool. Du bist schwanger, ne? Ja. Hallo. So. Ja, das Steinzeug. Da hinten ist ein Haus mit Stein. Ich kann es euch ja mal... Also, man sieht es ja auch, wenn man hier reinläuft. Aber ich finde Steinzeug halt nicht so geil. Haben wir die eigentlich immer noch? Ach, da wohnt Helga drin. Sie ist schwanger, genau. Nicht, dass ich die Tiere hier mit einem Hammer töte. Und das möchte ich natürlich nicht. Also, es sieht schon okay aus, ne? Aber ich finde die anderen trotzdem schöner. Da komme ich nicht rüber. Wir könnten den Stall auch verdingsen. Ich meine, wir haben ja genug. So ist es ja nicht, ne? So. Dann haben wir die hier. Dann machen wir das dann noch und dann würde ich sagen, schicke ich euch mal in die nächste Folge. Dann kann ich ja hier noch ein bisschen weitermachen, bis der Tag rum ist, weil ich möchte ganz gerne in den Frühling gehen. Im Winter, man kann halt... Ich will jetzt auch nicht hier weiter viel machen oder so. Winter war halt immer so ein bisschen für Quests, ne? Aber wir haben halt jetzt da schon eine gemacht und die andere, die ist ein bisschen weiter weg. Von daher... Hallo. Wir hier haben auch noch die Leute, keine Kinder. Alles sieht schon cool aus und es geht halt echt zackig. Die mache ich mal noch nicht. Weil die noch nicht so alt sind. Ja. Ja, ich gucke dann einfach mal.
Hallo. Wer bist du denn? Carolina. Oh, guck mal, die hat die genau am Fenster. Oh, weißt du was? Ich mach hier ein bisschen zu, dass es nicht so zieht. No. Wie süß. Nee, ich weiß nicht, ob ich sowas look like an idiot and talk like an idiot, but don't let that fool you. He really isn't. Hab ich da oben jetzt was gemacht? Ja. Sie ist schwanger. Warte mal, habe ich auf der Seite jetzt hinten... Aua. Hilfe! Bin gefangen. Habe ich auf der Seite da oben hinten jetzt... Nee, habe ich nämlich nicht. Das habe ich nämlich gemeint. So. So. Hier ist alles okay. Die brauchen noch keine Vorhänge. Perfekt. Ich habe bei dir ein bisschen zugemacht, damit es nicht so reinzieht. Sehr schön. Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich schicke euch mal die nächste Folge. Dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir in den Frühling hüpfen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Warte. Bald habe ich keine mehr. Macht es gut und bis morgen. Tschüss.